Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Minecraft Skyty. Weiter geht's. Einmal gucken wir ganz kurz, wo wir weitermachen müssen. Wir haben übrigens Questen offen. Warum? Ach, da, ein Bogen. Okay. Und hier hatten wir ein Emerald Fertig. Okay. Dann packen wir das mal ganz kurz da rein. Okay, was machen wir heute? Auf jeden Fall nicht backen, weil Eier sind immer noch nicht da. Heute geht es weiter auf jeden Fall mit ein bisschen Bauen. Und und ein paar Questen, natürlich. Und wir gehen mal ganz kurz. Moment. Ich wollte sagen, wir gehen mal ganz kurz zum Crafter, aber zum Miner. Aber das Inventar ist noch ein bisschen voll. So. Jetzt gehen wir rüber. Ja, was habe ich heute mit? Ich muss gestehen, man hört es vielleicht an meiner Stimme. Heute ist 29.05., also der Mittwoch vor dem langen Wochenende. Ja, ich habe freitags frei. Heißt also, schönes langes Wochenende. Und an meiner Stimme kann man, glaube ich, schon erahnen. Ich habe gerade Mittagsschläfchen gemacht. Und, ich weiß nicht, also für mich ist heute Freitag. Also ich habe heute ein bisschen früher auf der Arbeit Schluss gemacht und habe gesagt, okay, leckt mich alle, ich bin jetzt mal weg. Und, dementsprechend, sehr früh zu Hause gewesen. Musste aber auch heute ein Paket annehmen. Und also habe ich beides mal miteinander vereint. Ich mache ein bisschen früher frei und krieg mein Paket. Und habe mich danach ein Stündchen hingelegt. Keine Ahnung. Aktuell bei mir so Regelfall. Also ein Stündchen schlafen. Ist halt schon cool, muss ich sagen. Mache ich gerne. Ich schlafe aber aktuell wirklich super viel. Keine Ahnung, woran das liegt. Das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Wir gucken mal ganz kurz nach. Ich bräuchte Tin. Okay, wir haben Tin. Alles klar, wir nehmen mal alles mit, was man hier so finden kann. Somit habe ich dann also heute schon in zwei Stündchen, ein Stündchen geschlafen. Mir geht es ein bisschen besser. Was heißt besser? Ich bin nicht mehr müde. Also ich bin wach geworden und habe nur gedacht, ich könnte mich jetzt nochmal umdrehen und weiter pennen. Keine Ahnung, was aktuell los ist da. Körper kaputt, Körper alt, Körper fertig. Freitags ist das tatsächlich immer so, keine Ahnung. Sobald der Körper merkt, okay, ey, der ist um 12 Uhr zu Hause oder um 1 Uhr zu Hause. Also, dann muss man sich leider hinlegen. So, Tin. Gar nichts, weil keine Kohle. Da pumpen wir uns mal eben. Warum mache ich mir denn so schwer? Deswegen mache ich mir so schwer. Eisen raus. Kopper rein. Dann lasse ich die dreimal ganz kurz durchbraten. Tu das mal ganz kurz irgendwo verstecken hier. Okay, hier schon mal nicht. Hier auch nicht. Hier ebenfalls nicht. Hier auch nicht. Hier kann ich noch was verstecken. Was ist das Paket, was angekommen ist? Ich bestelle mein
Katzenfutter, Katzenstreu, Katzenfutter, Katzen alles. Grundsätzlich immer online. Ist es für mich eigentlich ein bisschen, oder was heißt, es ist einfacher. Es ist einfacher zu bestellen, weil ich da halt immer alles bekomme. Und ja, es wird mir bis nach Hause vor die Tür geliefert, tatsächlich nach unten. Von unten nach oben muss ich dann selbst schleppen, das habe ich, aber damit habe ich gar kein Problem. Tatsächlich, also das mache ich schon gerne, weil, ne, auch wenn die Kiste mal ein bisschen was schwerer ist, also so wie heute, Kiste war irgendwas um die 25 Kilo, ja, dann wird sie halt hochgetragen. Ey, shit happens so, ne, also wenn ich so blöd bin und das Zeug online bestelle und, ne, und Kätzchen habe, alles gut. So, was ich aber dann halt nicht akzeptiere, und jetzt ist es heute schon das zweite Mal. Die erste Lieferung, die ich bestellt habe, die ist tatsächlich zurückgegangen. Also die habe ich erst gar nicht erhalten. Der Postbote sagte mir dann noch, ey, sorry, die muss ich wieder zurückschicken, weil war kaputt. Und sage, ey, alles gut, alles richtig gemacht, so. Und mit dem bin ich eigentlich ganz gut, mit dem Fahrer. Der kriegt, ist mal eine Frage an euch, genau. Also mein Fahrer kriegt zu Weihnachten immer so eine kleine, ja, Annehmlichkeit. Heißt also, ich gebe dem zu Weihnachten mal einen 10er, einen 20er oder sowas in die Hand und sage, ey, vielen Dank für deinen Service. Das mache ich tatsächlich. So sonst in der Woche oder im Monat kriegt er nichts, aber zu Weihnachten kriegt er eigentlich immer so ein kleines Geschenk. So ein kleines halt, ne? So, und deswegen sage ich so, ich kann mit dem eigentlich ganz gut. Der weiß, dass er das bekommt. Der bekommt das jetzt schon seit, weiß ich nicht, schon mal länger. 3, 4, 5 Jahre und eigentlich seitdem wir hier wohnen. So, und ja, und dann habe ich ihn einfach mal gefragt, ey, wie schlimm sah denn das Paket aus? Sagt er, ey, ungebrauchbar. Das, was da drin war, war kaputt, aber zurückgeschickt. Mal sage ich jetzt ja, alles perfekt so. Ja, heute kam also die Nachlieferung. Kaum zu glauben, aber war, die Nachlieferung sah aus wie Scheiße. Also das nächste Mal. Und ich habe das Paket aber angenommen, weil es von außen erstmal kaputt aussah. Das habe ich halt öfters, dass es von außen kaputt ist. Das habe ich tatsächlich. Nein, die wachsen nicht. Das habe ich tatsächlich, wie gesagt, öfters. Und alles easy, ne? Also damit habe ich mich auch schon abgefunden, so. Alles paletti. Ja, was aber gar nicht ging, diesmal fehlten 2 Teile. Also die waren erst gar nicht im Paket drin. Die waren weg. Und ich weiß nicht, ich bestelle mal so einen Riesensack, 20 Kilo von einem Futter. Und ja, was soll ich sagen? Das war kaputt. Es war angeritzt, da fehlten schon eine Handvoll Leckerlis oder Trockenfutter. Und ja, habe jetzt den Versender angeschrieben und bin immer gespannt, was da zurückkommt. Also so, wie gesagt, also warum spreche ich es an so? Und Punkt 1, dieses, ich habe schon darauf hingewiesen, ey, das Paket, also ich habe mit denen das erste Mal geschrieben, sagte, hey, das euer Paket ist zurückgekommen, das war komplett hinüber, ging halt gar nicht, alles gut. So, die haben mir zurückgeschrieben, ah, ja, Entschuldigung, bla bla bla, Schwafel, Schwafel, man kennt es, ne, sie kriegen hier einen Gutschein von irgendwas, ne, 10% für der nächsten Bestellung oder sowas. Ey, Entschuldigung, kack auf die 10%, so, ich bestell da immer so, also im Monat ist es immer eine Bestellung über 150 Euro. Das sind dann 15 Euro weniger. Mal ganz ehrlich, scheiß drauf. So, ist mir kackegal. Hab aber denen nochmal den Hinweis geschickt, ey, pack doch nicht zu viel in den Karton rein. So, wie gesagt, das sind 25 Kilo. Alleine 10 Kilo Sack Trockenfutter. Und, naja, sie werden das nochmal weiterleiten und werden dann das Ganze in die Wege leiten. Ja, wie gesagt, der Karton kam diesmal wieder an. Komplett hinüber, wie gesagt. Wo ich das Paket dann aufgemacht habe und die offenen, die Leckerlis dann gesehen habe, beziehungsweise das Trockenfutter, dachte ich mir, oh, geil. Aber was ich dann viel schlimmer fand, da war nicht ein Verpackungsmaterial drin. Also nichts, was irgendwie dafür sorgt, dass die Kartons oder das,
dass das ein bisschen stabiler wird, dass da, also da war gar nichts drin. Da war einfach nur alles Kiste auf, alles rein, Kiste zu, fertig. Und das finde ich dann halt schon hart. Nach dem Hinweis, ja, ich habe dem, wie gesagt, jetzt nochmal geschrieben und habe gesagt, so, ey Leute, geht gar nicht. Ich bestelle super gerne online. Ey, alles gut, ne? Und ich bestelle auch gerne online, das wird schwerer, alles gut. Ne? Ich sage immer, Außenkarton kaputt, gar kein Problem. Umverpackung kaputt, gar kein Problem. Ist aber der Inhalt kaputt, frage ich mich dann frage ich einfach mal nach. So, hey, Leute, tickt ihr? Sauber? Könnt ihr das nicht irgendwie vielleicht anders machen? Bin ich mal gespannt. Ja. So, das war dann halt schon mal ein schöner Start ins Wochenende. Ins lange Wochenende vor allem. Aber naja, darüber ärgere ich mich gar nicht so sehr. Es ist einfach nur ein bisschen wieder Arbeit, die man sich einfach wieder hätte ersparen können. Hoppala, was habe ich denn jetzt hier angemacht? Aber man kennt es, ich glaube, davon kann, glaube ich, fast jeder schon mal ein Lied singen. So, hier können wir nämlich jetzt Essen drin machen. Deswegen habe ich die jetzt eigentlich gebaut. Das ist cool. So. Aber was ich jetzt eigentlich gerne machen wollte, ich würde gerne dieses kleine, schöne ME hier bauen. Dafür müssen wir aber immer noch irgendwie gucken, dass wir Eier bekommen, ne? So, ich habe noch eine andere. Ne, ich habe keine andere Idee. Wir können noch mal ganz kurz durchkicken. Also wir brauchen auf jeden Fall Nässer, das ist klar. Da brauchen wir einen Nässerbaum. Was wir machen könnten, ist beim Quatscher das Ganze. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Bedeutet, wir müssten von denen 21 Stück bauen. Und das. Aber bevor ich das mache, versuche ich lieber irgendwie ins Nether zu kommen. Beziehungsweise, ja, andere Dinge. So. Kann ich die eigentlich hier reinschmeißen? Nee, nicht da. Da auch nicht. Hä? Haben wir keine Barrel mehr? Wo sind die Barrel hin? Da ist eine, aber das ist die falsche. Aber die kann ich trotzdem mal reinschmeißen. So. Okay, das würde funktionieren. Das würde funktionieren. Warte mal. Funktioniert das da auch? Ich frage nur von Freund. Ich hätte nämlich dann eine Idee, was wir machen. Okay, das würde auch funktionieren. Okay, dann würde ich doch mal sagen, machen wir eine kleine automatische Barrel Farm. Erde Farm. Das wollte ich sagen, nicht Barrel Farm, sondern Erde Farm. Wir brauchen zwei davon. Dann da wird da draus ein Trichter. So. Trichter. Bauen wir noch einen Barrel? Ja, bauen wir, oder? Haben wir denn nicht? Wo sind denn? Ach, hier sind die hin. Alles klar. Ich habe sie gefunden. So. Bum, 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 bum. Okay. Ich bräuchte noch eine Kiste, glaube ich. Eigentlich wären zwei ganz gut. Moment. So. Ja. Was gibt es sonst so Schönes? Diese Woche ist halt schwierig auf der Arbeit so ein bisschen. Aber das ist, glaube ich, gang und gäbe. Da ist auch ein bisschen Stress aktuell in der Bude. Scheiße. Einer unserer Kollegen, einer der besten Kollegen hat leider gekündigt, weil er keinen Bock mehr auf öffentlichen Dienst hat. Und ja, was heißt, doch, er hat schon Bock noch auf öffentlichen Dienst, hat aber jetzt irgendwo anders was gefunden tatsächlich. Und da ist zurzeit schon ein bisschen Action in der Bude.
Also, was heißt Action in der Bude? Es passieren da sehr oft sehr komische und lustige Geschichten. Und ja. Es ist halt traurig. Öffentlicher Dienst, sage ich immer wieder, ey, es macht super viel Spaß, da zu arbeiten. Es ist halt aber auch anstrengend tatsächlich in Hinsicht so, okay, wie wird mit einem umgegangen? Eine Wertschätzung ist oft nicht gegeben. Und. Na, und auch da muss man sagen, so, boah. Also es ist aktuell schon schwierig, finde ich. Aktuell wirklich schon schwierig. Aber leider muss man da einfach sagen, ey, ich habe einen sicheren Job so und mein Geld kommt immer am 15. Ich bin im öffentlichen Dienst angestellt, sagen wir mal so. Und damit hat man dann halt auch mal andere Arbeitszeiten, sage ich einfach mal so. Also es ist nicht immer, man muss nicht jeden Tag arbeiten, so hört sich das besser an. Ne? Also ja, man muss jeden Tag arbeiten, aber wenn wir es heute nicht erledigt, kannst du es halt immer noch morgen machen. Sagen wir mal so, so hört sich das vielleicht ganz gut an. Deswegen sage ich auch immer so, hey, super Job, den ich habe, aber hin und wieder auch eben so, also muss man schon ein bisschen atmen. Ich möchte mich nicht beschweren, so, also ich beschwere mich schon ziemlich. Ich beschwere mich einfach deswegen, weil ich aktuell schon sehr viel zu tun habe, aber das irgendwie so, finde ich, gar nicht gewürdigt wird. Aber das ist halt, ich glaube, das ist heute der Standard geworden, dass man kaum noch für das, was man leistet, gewürdigt wird vom Arbeitgeber her. Das ist aber, ich glaube, das ist in jedem Job so. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum tippen. Aber wie gesagt, das ist so ein eigenes Thema, das werden wir auch irgendwann nochmal ansprechen. So, das muss da rein. Wir bauen mal ein bisschen weiter. Ich suche hier gerade ein paar Materialien zusammen. Ich glaube, wir hier mal ein bisschen wieder auf Vordermann kommen. Hab ich nur zwei mitgenommen? Nur noch eine mit. So. Genau, wir braten ein bisschen Brot durch. Wir braten noch ein bisschen Brot durch. Dann können wir nämlich hier hinten noch ein bisschen was rumtesten. Was ich jetzt testen möchte ist, wie baue ich Fenster hier rein? Und baue ich überhaupt Fenster rein? Und was seid ihr? Okay, ihr seid gar nichts, oder was? Ach so. Okay, dann muss ich nochmal zurück. Entschuldigung. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Ich dachte, die könnte ich jetzt direkt einsetzen. So. In was könnte ich die denn alles machen? In so gut wie alles. Ich sehe schon. Tja. Was machen wir denn da? Ich hätte hier eigentlich irgendwas gerne, was dunkel ist. Half. Oh, okay. Hubela. Das wollte ich jetzt nicht. Ich habe jetzt gerade mal den Vollbildmodus angemacht. Es tut mir leid. Moment. So. Okay. Alles wieder gut. Tja. Andersside oder wie das Andersside sieht, das würde mich ja schon fast würde ich ja fast nehmen, ne? Warte mal, ist das normaler? Andersside, okay, warte mal. Haben wir davon welchen? Das weiß ich doch, wir haben sogar welchen davon, ne? Geil. Okay, mal muss man Glück haben, ne? Mal muss man nochmal Glück haben. So, warte mal. Ich möchte mal einfach nur sehen, wie das aussieht mit den Fenstern. Ich kenne die nicht.
Aber ich hätte da gerne halt so ein vielleicht. Nein. Nein. Könnt ihr um das Eck? Nee, ne? Gibt es da noch irgendwas von? Nee. Scheiße. Ja. Schade. Na. Okay. Das funktioniert leider nicht. Und dann gibt es noch diese normale Möglichkeit. Moment. Und zwar die hier. Die müssten eigentlich auch übers Eck können. Richtig. Ja, weiß ich nicht. Ja, weiß ich noch nicht. Also, ja, eigentlich cool. Eigentlich cool. Ich glaube, ich lasse das so. Ich glaube, ich lasse das so. So, wir haben noch ein bisschen Kohle drin. Die craften wir auch mal ganz kurz um. So, einmal das, einmal das. Achso, Glas machen wir auch direkt noch. Und verbauen das noch ganz kurz. Dann verbauen wir das noch mal ganz kurz, dass wir vielleicht eine Seite fertig bekommen. Oder ansatzweise, hoppala. Ja. Der neue Baustil oder beziehungsweise das, was danach passiert, ist eigentlich, da kommt jetzt noch eine Etage oben drauf und eine drunter, sodass wir dreietagig werden. Und dann werden wir so kleine Räume anfangen. Aber mit den Räumen werden wir, glaube ich, schon früher anfangen, weil wir ja ein paar Rohstoffe brauchen. Unter anderem kommt da eine Mobfarm hin. Die kommt auf jeden Fall. Die brauchen wir nämlich ganz dringend. Sogar sehr dringend. Ja, und dann werden wir mal gucken, wie wir da weitergehen. Ich sage aber schon mal bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.